Moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Hansa-Talk bei eurem Hansa-Fan. Nach dem nunmehr fünften Spieltag der Drittligasaison 24-25. Hansa spielte zu Hause gegen Waldhof Mannheim erneut nur 1:1. Fangen wir mit dem Positiven an. Hey, wir sind seit drei Spielen zu Hause ungeschlagen. Wir sind in der Saison zu Hause ungeschlagen, aber hey, wir haben es mal wieder nicht geschafft, einen Sieg zu erreichen. Es war ein Kellerduell. Vorletzter gegen Letzter. Wer hätte das gedacht vor der Saison? Ich habe es oft genug betont. Ich habe selbst nie erwartet, dass wir von Beginn an oben um den Aufstieg mitspielen, um Gottes Willen. Aber dass wir dann doch uns jetzt so unten reindrücken lassen und jetzt seit fünf Spieltagen auf den ersten Saisonsieg warten müssen, ich glaube, das hätte niemand erwartet. Und trotzdem ist nicht alles schwarz, meine Lieben, denn das fällt mir weiterhin auf. Bei vielen Leuten gibt es nur schwarz oder weiß und alle die, die alles schlecht reden, alle die, die nur schwarz sehen, die wollen nicht mal die positiven Aspekte sehen und meiner Meinung nach weiterhin, auch wenn ihr mich für doof erklärt, für einen Typen mit rosa-rote Brille erklärt, ist mir alles egal. Ich bin hier, um meine Meinung kundzutun und meiner Meinung nach ist nicht alles schlecht, was hier bisher abläuft. Wir haben in jedem Spiel bisher, ausgeklammert mal tatsächlich das Spiel gegen Viktoria Köln, da gab es nicht viel schön zu reden, wir haben in jedem Spiel bisher unsere Momente gehabt und in diesem Fall ist halt das absolut Positive, dass wir es noch geschafft haben, aus dem Rückstand etwas Zählbares mitzunehmen. Sicherlich ist das 1:1 am Ende des Tages wieder viel zu wenig, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, es ist zu wenig. Trotzdem bringt es nichts, weiter drauf rumzuhacken. Es bringt schon mal gar nichts, nach fünf Spieltagen den Kopf des Trainers zu fordern. Finde ich es komplett übertrieben. Ich habe schon mal gesagt, es ist natürlich nicht von jedem die Wunschlösung gewesen. Von mir natürlich auch nicht. Aber ich finde, wir spielen weiterhin nicht so einen schlechten Fußball, wie es von manchen unter Bernd Hollerbach dargestellt wird. Wie gesagt, ich bin nicht der große Taktikfuchs. Mir sind jetzt nicht unbedingt die großen Statistiken wichtig. Aber mein Eindruck von den Spielen ist es eben, dass wir trotzdem irgendwie immer wieder unsere Momente im Spiel haben. Ich habe es eben gerade schon gesagt. Und auch gegen Waldhof Mannheim hatten wir halt wieder unsere Momente in der ersten Halbzeit. Sicherlich hatte Waldhof Mannheim deutlich mehr Ballbesitz, vor allem in der ersten Halbzeit. Phasenweise hat Hansa nur 33% gehabt. Nichtsdestotrotz habe ich in den ersten Minuten dieses Spiels zwei komplett verunsicherte Mannschaften gesehen. Sowohl Waldhof Mannheim als auch ja unser FC Hansa Rostock steht da irgendwie schon jetzt früh in der Saison irgendwo mit dem Rücken zur Wand und niemand hätte erwartet, dass sie da unten anzutreffen sind. Sowohl bei uns nicht, als auch bei Waldhof Mannheim nicht. Und das hat man den Leuten angemerkt. Und es ist doch wirklich klar, dass jetzt nicht von hier auf jetzt, nur weil man jetzt einmal 5-0 gegen Kühlungsborn gewonnen hat, dass jetzt alles locker flockig läuft. Nein, das habe ich auch nie behauptet. Ich habe gesagt, daraus zieht man sich hoffentlich Selbstvertrauen und kann durch irgendwie ein bisschen mit breiterer Brust auflaufen. Natürlich aber hat man Angst. Natürlich ist es völlig normal, dass man jetzt in so einem Spiel gegen den Tabellenletzten, die genauso schlecht gestartet sind wie Hansa, die genauso unter Druck stehen wie Hansa, dass man da irgendwo mit angezogener Handbremse spielt und möglichst keine Fehler machen will und damit auch irgendwo verständlicherweise das Spiel den Gegner überlässt. Natürlich kann man auch wieder behaupten, wir spielen zu Hause, wir wollen den Gegner unser Spiel aufdrücken, aber von wo soll das denn kommen? Mit welchem Selbstbewusstsein denn? Klar, wie gesagt, gegen Kühlungsborn hat man so ein bisschen eine kleine Blockade vielleicht gelöst, dass man es noch kann und eventuell hat uns das auch wahrscheinlich geholfen, dass wir am Ende des Tages noch diesen Punkt geholt haben, dass wir diesen unbedingten Willen hatten, hier trotzdem noch was mitzunehmen, auch wenn wir wieder mit dem Rücken zur Wand standen und zwischenzeitlich 1:0 zurückliegen. Das ist so mein Eindruck, den man daraus ziehen muss. Natürlich kann man jetzt auch wieder behaupten, wir spielen mit 7 Defensiven und so. Ja, aber das System geschuldet ist doch. Wir spielen mit einer Dreier- respektive Fünferkette. Klar haben wir natürlich ein paar mehr Defensivakteure dabei. Ich finde aber bei weitem nicht, dass ein Dirkner oder ein Schuster im Mittelfeld sich wirklich nur Defensivaufgaben widmen. Natürlich kann man darüber diskutieren, dass man statt Le Beau oder Fröhling noch einen zweiten echten Stürmer aufstellt. Aber ich finde, das war jetzt nicht so schlecht auf unserer Seite. Jan Meder ist leider kurzfristig ausgefallen, dafür rückte Nico Neidhardt zurück in die Startelf. Und ich finde, dem hat man angemerkt, dass der begriffen hat, ey, es geht hier um meinen Platz, es geht hier im Konkurrenzkampf darum, zu zeigen, wer die Nase vorn hat. Und Nico Neidhardt hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Ich meine, manche sehen Nico Neidhardt sowieso immer grundsätzlich schlecht, aber in diesem Fall war das, finde ich, gar nicht verkehrt. Ein Rossi-Pall hat endlich nicht mehr in der Innenverteidigung gespielt in der Dreierkette, sondern durfte endlich als Linksverteidiger ran. Endlich kein Schumacher mehr. War ich sehr, sehr froh drüber. Und ich finde, ein Rossi-Pall hat da auf links einen ganz anderen Schwung gebracht als ein Schumacher. Vor allem auch kam eine Flanke mal vernünftig an. So das Ding auf Sigurd Haugen, der das Ding wirklich Millimeter am Pfosten vorbeigeköpft hat. Sehr, sehr schade, dass es da nicht gleich geklappt hat für Haugen, so wie es im Pokal der Fall war.
Eine Aktion fand ich, sah Haugen wirklich sehr, sehr blöd aus. Ich glaube, Schuster hat den Ball schön in die Gasse gespielt. Haugen ist eigentlich frei durch. Klar, der Gegenspieler kommt mit Tempo rein und will ihn stören. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob er dazu überhastet abschließt, ob er da irgendwie im letzten Moment zu nervös wurde, warum der Ball da 5 Meter übers Tor fliegt, weiß ich nicht. Er hat eigentlich freie Schussbahn gehabt. Schade, hätte ich ihm sehr gegönnt, wenn er gleich im ersten Ligaspiel auch gleich sein erstes Tor gemacht hätte. Ja, und dann gehst du mit 0-0 in die Pause. Wie gesagt, zwei Mannschaften, die völlig verunsichert wirkten. Da habe ich auch Marco Antwerpen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel nicht verstanden, dass er ein gutes Fußballspiel gesehen hat. Ja, es war natürlich kein gutes Fußballspiel, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe auch nichts anderes erwartet. Wenn man den letzten und den vorletzten nach einem komplett katastrophalen Saisonstart da gegeneinander stellt, kann man kein Hurra-Fußball erwarten. Definitiv nicht. Und wir hatten wieder, wie gesagt, unsere Momente. Mit ein bisschen Glück gehst du halt auch wieder mal mit 1-0 in Führung. Ist nicht passiert. So, dann gehst du mit 0-0 in die Pause. Zweite Halbzeit war irgendwie ein komplett komisches Spiel. Ich kann mich auch an keine echte Torraumszene erinnern, bis eben Waldhof Mannheim dieses komische 1-0 erzielt. Und da finde ich, bei aller Liebe und bei allem Potenzial, die der Junge hat, finde ich, sieht ein Jonas Dirkner absolut verkehrt aus. Denn er darf da den Schipnowski einfach nicht laufen lassen. Sei mal völlig dahingestellt, als wenn Dirkner schon 70 Minuten einen Knochen hat oder ein Schipnowski erst 2 Minuten auf dem Feld stand. Da hat sich Jonas Dirkner halt leider einfach zu naiv angestellt. Denn da muss entweder die Grätsche kommen oder er muss da irgendwie den Griff ans Trikot nehmen, nimm da halt die gelbe Karte in Kauf, aber Hauptsache du lässt ihn da nicht bis in den Strafraum durchlaufen. Und dann genauso in Verteidigung, Ahmed Gürlien, so eine Kante, über einen Großteil der Spiele gefällt er mir echt gut, aber immer wieder ist er dann bei Gegentoren irgendwie direkt beteiligt, weil er irgendwie zu nachlässig dahin geht. In diesem Fall auch bei Terence Boyd, da trabt er irgendwie Boyd nur hinterher, der, sag ich da, in Mittelstürmermanier, so wie er halt bekannt ist, da reinschmeißt, das Tor erzielt und dann steht es 1-0. Und ich frage mich, wie gesagt, klar, der eine oder andere wird jetzt wieder in Rosbach die Schuld geben, der da wieder zu weit nach vorne ausrückt, sodass überhaupt erst der Ballverlust zustande kommt. Der nächste mag Nico Knight hat nicht und gibt dem die Schuld, dass der zu weit aufgerückt ist, sodass Jonas Dirkner erst dahin muss. Fakt ist für mich, ja, kann alles passieren. Am Ende der Kette sind es dann eben mehrere, die schuld sind. Und dann darf auch ein Jonas Dirkner nicht rausgenommen werden, der dann Schipnowski gern mal abgrätschen darf. Nicht brutal, aber einfach sportlich abgrätschen darf und sich halt die gelbe Karte abholt. Schade. Wirklicher Lichtblick war, finde ich, für das ganze Spiel Dario Gebur. Wahnsinniges Startelfdebüt, hat mir richtig gut gefallen. Sehr zweikampfstark, vor allem zum Ende der Partie. Finde ich richtig, richtig gut. Der Typ hat enormes Potenzial und ich hoffe, dass der dauerhaft jetzt in der Innenverteidigung mitspielt. Von Gürlien erwarte ich noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, der Typ ist eine absolute Kante. Aber in manchen Situationen, gerade bei Gegentoren, wirkt er irgendwie extrem lustlos. Da muss er echt noch einen Zahn zulegen. Oh, und am Ende des Tages werden wir dann gerettet von Damian Rosbach. Der Mann mit dem Helm hat den Hut auf, hat der Kommentator bei Magenta gesagt. Ich denke mir nur so, oh Alter, bitte. Warum müssen Fußballkommentatoren immer zwanghaft irgendwelche Wortspiele finden, um das rauszufeuern? Ich finde es einfach nur, lass die Emotionen raus, bejubel das Tor als Kommentator, egal auf welcher Seite des Teams. Aber lass doch diese dämlichen Wortwitze sein, vor allem die so komplett flach sind, wo man jedes Mal rufen muss, Beine hoch. Aber nichtsdestotrotz, Schuster mit einem tollen Freistoß, Rosbach mit dem Tor. Da kam wieder der eine oder andere Bäckerin, der schlechteste Freistoßschütze und unser schlechtester Fußballspieler. Am Ende des Tages retten die uns in diesem Fall den Arsch. Und ich finde, für die Moral ist es extrem wichtig, dass wir hier mal quasi einen Punkt gewonnen haben. Denn so muss man es einfach ausdrücken. Wir haben in diesem Spiel einen Punkt gewonnen. Trotzdem natürlich, ich bestreite es nicht, ist es absolut zu wenig, was wir bisher in 5 Spielen gesehen haben. Aber wie gesagt, ich finde, es ist nicht alles schlecht, dass man sofort wieder alles über den Kopf schmeißen muss. Schabauserlehne eine scheiß Transferpolitik hat, dass ein Wehland nur Mist baut und dass ein Hollerbach sofort gehen müsste. Finde ich alles übertriebene Ausdrücke. Leute, gebt dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Wir müssen jetzt einfach mal punkten. Das steht aber natürlich fest. Nein, ist klar. Wenn wir jetzt gegen Dresden 3-0 verlieren, so einen Auftritt wie gegen Köln hinlegen, dann ist es nun mal eine Sache des Sports, dass da irgendwas hinterfragt wird. Logischerweise auch. Aber Stand jetzt sehe ich trotzdem in jedem Spiel unsere Phasen, die wir einfach mal für uns nutzen müssen. Wir müssen einfach mal dieses Momentum auf unsere Seite kriegen und ein Spiel einfach mal ziehen. Wir müssen einfach mal ein Drittligaspiel ziehen und ja, wann ist der beste Moment als beim Tabellenführer, als gegen Dynamo Dresden, Leute. Tja, Tim Krohn am Ende noch mit einer Riesenmöglichkeit, hätte er auch machen dürfen, hätte ich ihm so sehr gegönnt. Ryan Naderi eingewechselt, trifft nur die Latte, das ist es natürlich auch. Wir haben in jedem Spiel irgendwie Alu-Treffer dabei, was uns am Ende des Tages irgendwie den Lohn bringt. Schimpft mich gerne als Gutredner oder als rosa-rote Brillenträger, ich weiß es nicht, aber für mich, natürlich bin ich auch enttäuscht, natürlich habe ich mich auch extrem aufgeregt während der Spiele. Das Abseits-Tor von Boyd, das habe ich auch nicht gesehen, dass es sofort Abseits ist und hätte mich da sowas von aufregen können, wie blöd man doch ist. Aber
am Ende des Tages sind ein paar Tage vergangen, man muss sich das Spiel nochmal anschauen, die wichtigsten Szenen nochmal irgendwie analysieren und kann man doch eigentlich feststellen, dass wir tatsächlich phasenweise oder zum Großteil sogar besseren Fußball spielen als zuletzt unter Alois Schwarz und Mirza Cvijović. Und ja, dass wir einfach, klar, wir machen zu leichte Fehler und wir kassieren zu leichte Gegentore, gar keine Frage, da muss definitiv noch nachgebessert werden. Aber wir haben selber die Möglichkeit, wir haben fast jeden Spiel selbst in der Hand, das Ding auf unsere Seite zu ziehen. Und das muss einfach irgendwann mal klappen und ich hoffe, es klappt gegen Dresden, auch wenn es sehr, sehr schwer wird. Und wenn das verloren geht und das auch noch deutlich verloren geht, dann müssen echt mal Leute das Ding hinterfragen, was jetzt am Ende des Tages schiefläuft. Stand jetzt, bis zum heutigen Tage, bin ich überzeugt davon, dass die Mannschaft das irgendwie schaffen kann. Jetzt liegt es an der Mannschaft selbst, das Ganze auf dem Feld rüberzubringen. Leute, gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie gesagt, Stammtischgelaber ignoriere ich ganz gerne, denn es ist eben nicht, wie gesagt, alles schwarz oder weiß. Das Glas ist nicht immer nur halb voll oder halb leer. Sieht gewisse Sachen positiv. Und ja, wir sehen uns noch beim nächsten Spiel wieder. Nächste Woche eine englische Woche. Mal schauen, ob wir da eine Live-Reaction machen auf diesem Spiel. Ansonsten checkt gerne meinen anderen Kanal ab, wo es Games gibt, Fußballmanager, Wrestling zocken wir da auf der Playsy oder auch kommt gerne in Livestreams vorbei, die jede Woche auf jeden Fall mittwochs stattfinden oder auch mal an anderen Tagen. Folgt dazu gerne auf Instagram rein, um dabei nichts zu verpassen. Bisschen Eigenwerbung muss auch mal sein, unterstützt mich gerne, würde mich sehr freuen. Daumen nach oben wäre cool. Macht's gut, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.